Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 28. März 2023, Toni Feusi und Markus Somm. CS, ja, es tut uns leid, natürlich gibt es immer noch zu reden. Unter anderem bei der Migros hat man sich ein bisschen wahrscheinlich aufgeregt. Um was geht es, Dominik? Ja, die Mikropensionskasse verliert 110 Millionen Franken wegen dem Credit Suisse-Debakel. Davon 100 Millionen, die sie in den Büchern hat als Pflichtwandel. Anleihen, das sind die sogenannten AT1-Anleihen. Die hat Credit Suisse müssen in ihren Büchern haben, um sie in so einem Notfall in Eigenkapital überführen. Die sind jetzt aber an sich auf Null abgestrichen worden. Ja, Totalausfall. Und 10 Millionen hat der Absturz von der Credit Suisse Aktie noch bewirkt bei den Mikropensionskassen. Gut, jetzt muss man sagen, das tut uns leid. Weil letztlich, muss man sagen, die Mikropensionskasse hat vielleicht etwas Gutes wollen tun, oder? Hat auch CS wollen stabilisieren mit der Anleihe, die sie da gekauft haben. Also, das muss man eigentlich loben. Es ist nicht irgendwie, irgendeine Firma aus der Fidschi-Inseln, die da irgendwie Anleihen gekauft hat, weil sie Geld haben wollen verdienen. Gleichzeitig muss man halt darauf hinweisen, soviel ich weiss, steht halt im Kleingedruckten, dass der Fall, der jetzt passiert ist, eben, dass der gibt und dass dann eben kann, auf Null abgeschrieben werden. Also von dem her muss man an der Mikropensionskasse leider sagen, das gehört zum Anlagerisiko, das ist einfach so, aber selbstverständlich ist interessant, wir werden wahrscheinlich noch viele solche Fälle jetzt hören. Es gibt ja sehr viele Leute, die natürlich auch wollen, dass man über das redet, weil es gibt viel Unmut, auch politischer Unmut, dass die Bundesrat, Nationalbank und FINMA so vorgegangen sind, wie sie vorgegangen sind. Jetzt, der Ralf Hamers hat sich auch noch vernehmen lassen, der CEO von der UBS. Was hat der gesagt, Dominik? Ja, gegenüber Reuters, also gegenüber den Mitarbeitern, so wie Reuters berichtet, um korrekt zu sein, hat er gesagt, eben, man hätte die Transaktion ja nicht gesucht, um Credit Suisse wieder zuzutun, sondern man das weiterentwickeln, es stärke die UBS. Die UBS war schon vorher ein starkes Unternehmen, aber in dieser Kombination verstärken wir unsere Reichweite und Wettbewerbsstellung unter Beibehaltung einer felsenfesten Bilanz und Liquidität. Das ist so ein bisschen der Werbespot. Es hat heute auch ein Gespräch gegeben für CS-Kunden. Man hat sich da in einen Stream einloggen. Der Stream ist ein paar Mal aber abgelegen, weil er komplett überlastet war. Kundinnen und Kunden wollen, glaube ich, schon wissen, so ein bisschen, was läuft, und das ist ein Problem. Man weiß es, glaube ich, noch gar nicht, was genau denn wird sein. Es hat dann dort so Fragen gegeben, habe ich immer noch den gleichen Kundenberater oder so. Das kann man alles im Moment noch nicht sagen. Also ich meine, wie das genau wird aussehen. Und auch wie viele Stellen verloren gehen, das ist klar, CS-Leute haben das gesagt, es wird einen Stellenabbau geben, das liegt ja auf der Hand, aber um wie viele Stellen das geht, ist alles im Moment noch unbekannt. Es ist auch politisch nicht mehr so viel zu hören, oder? Das ist, glaube ich, der richtige Eindruck von der Partei. Mhm. Gehört man zur Zeit nichts, das ist so ein bisschen stillhalten. Man hat die Sondersession, die kommt, das ist jetzt da, wo man sich mal festhält, aber eben ist ja klar, allzu viel Spielraum haben die Parlamentarier nicht, aber vielleicht tut man das jetzt auch ein bisschen unterschätzen. Was, glaube ich, ziemlich sicher ist, ist, dass es einen Puck gibt. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Populismus geschuldet, würde ich jetzt sagen. Es geht einfach darum, eben, dass man als Parlamentarier kann sagen, ja, wir machen wenigstens etwas, weil eben die Leute, du hast gesagt, die CS-Kunden vor allem, die sind schon ein bisschen unruhig. Die haben schon das Gefühl, Opferdeckel, ist da alles richtig gemacht worden. Aber wenn man jetzt überlegt, weißt, wie lange das nachgedacht haben, ob man dann vielleicht einen Puck soll machen im Fall Walder, Bersee, ja, muss ich sagen, ehrlich gesagt, staatspolitisch ist das meiner Meinung nach viel brisanter gewesen. Also da, ja, CS ist natürlich ein riesen Brocken und das ist eine riesen Sache und da kann man sagen, ja, ist okay, dass ihr das noch einmal untersuchen wollt. Gleichzeitig bringt es nicht mehr sehr viel, weil das ist jetzt alles entschieden und am Schluss kann man dann einfach sagen, ja, Thomas Jordan hat ja den falschen Gummi gebraucht oder den falschen Bleistift, aber es ändert nichts. Im Fall Bersee wäre es schon ein bisschen anders gewesen, dort wäre es darum gegangen, herauszufinden, eben, hat er etwas gewusst? Hat er gewusst, was sein Pressesprecher Lauer noch die ganze Zeit gemacht hat? Das ist meiner Meinung nach politisch wäre das brisanter gewesen, aber da hat man sich ja dann nicht getraut. Das sehe ich auch so, oder generell zu Corona. Sind die Massnahmen verhältnismäßig gewesen? Haben sie etwas gebracht? Wie hat man entschieden? Hat man sich vom Ausland
zu Schulschließungen, Lockdowns und Maskenzwang pushen oder hat man genau angeschaut? Das fände ich eigentlich auch viel puckwürdiger, auch weil man Schlussfolgerungen könnte ziehen für die Zukunft. Da, glaube ich, ist wirklich mehr geht's Richtung Aktivismus. In Sachen Aktivismus noch eine letzte Meldung, die heute rum ist. Die FINMA hat ihre Jahreskonferenz kurzfristig abgeblasen. Ja, ich glaube, man hat dort ein bisschen Angst gehabt vor den Journalistinnen und Journalisten. Aber man hat dann gleich den Jahresbericht 2022 veröffentlicht. Und dort drin findet man, dass man tatsächlich Mängel festgestellt hat, und zwar nicht nur bei der Credit Suisse, auch bei der UBS. Genau, und da muss man ja sehen, dass die FINMA natürlich, also da muss man schon klar sehen, sie sind natürlich die Behörden, die eigentlich am meisten in der Defensive ist letztlich, oder? Weil man hat den Leuten seit 2008 vorgespiegelt, da muss man heute sagen, oder? Dass man mit mehr Regulierung kann eigentlich verhindern, was 2008 passiert ist, und das ist offensichtlich nicht möglich gewesen. Man hat das nicht können verhindern. Die CS ist ins gleiche Loch hineingefallen wie die UBS in der Zeit. Und die FINMA, obwohl sie viel mehr Kompetenzen bekommen hat, viel mehr Regeln aufgestellt worden sind, sie viel mehr Regeln selber auch die ganze Zeit produziert, auch immer mehr Leute für die FINMA arbeiten, das muss man alles mal betonen, hat die FINMA eigentlich, kann man jetzt auch mal sagen, von A bis Z praktisch versagt. Weil sie haben letztlich eben der extrem gefährliche Zustand von der CS lang entweder nicht gesehen oder nicht wollen sehen. Es gibt meiner Meinung nach, also nicht meiner Meinung nach, das weiss ich aus der UBS raus, aus bester Quelle, grossen Unmut auch gerade bei der UBS, wo man sagt, Kopfendeckel, wir haben schon lange gewusst, dass die CS in Schieflage ist, aber weil man natürlich in der Schweiz immer gesagt hat, wir brauchen unbedingt zwei Grossbanken, hat eigentlich die CS schon lange Heimatschutz genossen. Gut, jetzt sind die UBS natürlich auch, die UBS kann jetzt leicht reden, aber der Punkt ist schon richtig. Ich finde es nicht schlecht, dass man sagt, die Bank ist eigentlich schon lange ein Zombie gewesen und die FINMA hat sehr viele Sachen mit sehr viel Verständnis angeschaut und vielleicht ein bisschen kritisiert, aber eigentlich Sachen, die man schon lange nicht mehr hätte sollen akzeptieren, die man schon lange eigentlich hätte müssen sagen, hey, ihr müsst mal den CEO auswechseln oder ihr müsst den Präsidenten auswechseln oder ihr müsst mal etwas machen, weil das geht so nicht weiter, dass wir alle Jahre einen neuen Skandal vor euch haben oder einen anderen grossen Verlust. Also die FINMA hat meiner Meinung nach am meisten Erklärungsnotstand. Weniger der Bundesrat, weniger die Nationalbank. Also wenn man schon einen Puck will, dann finde ich einen Puck vor allem für die FINMA. Das finde ich auch, aber es ist, weißt, es ist ja nichts Neues. Staatliche Regulierung ist immer eine Art Bot im Kinschendorf. Man tut immer so, als könne man irgendwelche Risiken von der Welt verbannen und letztlich für das schöne, wunderbare, risikolose Leben sorgen. Am Schluss ist das Leben an sich, die Gesellschaft an sich viel komplizierter als das, was die Regulatoren sich vorstellen. Und es ist immer nur, denk an das ganze Bildungswesen, das uns vormacht, es sei alles wunderbar. Oder an die Regulierung von irgendwelchen Kindertagesstätten, wo der Staat so tut, das können verhindern, dass irgendwie Kindsmissbrauch passiert. Nein, am Schluss müssen wir alle selber anschauen. Es geht nicht anders. Wir müssen selber schauen. Der Beat Kappeler, grossartiger Ökonom, hat ja vorgeschlagen, jede Bank muss auf ihrer Website und auch bei den Türen müssen einen grossen Disclaimer anbringen. Achtung, dieses Institut kann ihr Vermögen vernichten. Das fände ich auch. Das ist die einzige Regulierung, die man eigentlich müsste haben. Zigarettenschachtel. Ich meine, genau. Zigarettenschachtel steht da drauf, dass kaum hast du einen Zug genommen von dieser Zigarette, bist du tot. Da könnte man also bei den Banken ja langsam auch so Warnschilder aufhängen. Das ist ein origineller Vorschlag. Aber was man muss sagen, eben offensichtlich, die FINMA, muss man jetzt einfach zugeben, die hat offensichtlich auch geschlafen. Schlafen ist aber nicht immer schlecht. Schlafen ist etwas ganz Gutes und aus dem Grund machen wir jetzt einen absolut angenehmen, uns erholenden Powernap. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 11 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch. Ja, wir sind wieder da, natürlich extrem erholt und wieder wach und können jetzt das Thema wechseln. Es geht um die sogenannten Verbrennungsmotoren, die sind in der EU jetzt verboten. Ab 2035 soll es die nicht mehr geben und der Tagesanzeiger, klimapolitisch sehr hoch motiviert, schreibt natürlich auch schöne Schlagziele, dass aus den Verbrennungsmotoren, meiner Meinung nach, Dominik Henti, überhaupt nicht verstanden, was die EU beschlossen hat.
Ja, man hätte ja jetzt wirklich können, man hätte es können live mitverfolgen, wie Deutschland mit der EU darüber debattiert, über Ausnahmen von dem Verbot, oder? Und ja, es ist am Schluss auch eine Ausnahme beschlossen worden, nämlich es gibt immer noch Verbrennungsmotoren, also der Titel ist komplett falsch, wenn sie mit klimafreundlichen synthetischen Kraftstoff betankt werden. Und das hat die Industrie eigentlich schon lange gesagt. Es geht gar nicht darum, dass man mit irgendwie Erdgas von Putin weiterfährt, sondern es geht darum, eben, dass man, wenn man Wasserstoff hergestellt hat, zum Beispiel, indem man, jetzt ist für mich als Nicht-Naturwissenschaftler ganz dünn Eis, aber wenn man Wasserstoff hergestellt hat, indem man, glaube ich, eine Elektrolyse durchgeführt hat von Wasser, eine Aufspaltung in Sauerstoff und Wasserstoff, habe ich es hoffentlich richtig gesagt, dann ist das eigentlich, wenn man das mit Sonnenstrom oder auch mit Atomstrom, würde ich sagen, macht, dann ist das eben klimafreundlich, ein synthetischer Kraftstoff und so Auto dürfen auch 2035 wieder verkauft werden oder immer noch verkauft werden. Genau, und du hast jetzt das alles sehr vorsichtig formuliert, zu Recht mit einer unglaublichen Angst, weil dir gegenüber sitzt ja ein absolut ausgewiesener Historiker. Ich habe auch keine Ahnung von Wasserstoff. Aber nein, es ist klar, es braucht enorm viel Strom. Das ist ganz wichtig, die Herstellung von synthetischen Treibstoffen. Da gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten, nicht nur Wasserstoff und so weiter. Da braucht unglaublich viel Strom und wenn man es ernst nimmt, kann man es eigentlich nur mit Atomkraftwerken machen. Das geht gar nicht anders. Also deshalb ist auch hier schon mal eigentlich schon vorgespurt, dass wenn man sagt, wir gehen richtig Wasserstoff, dann braucht man so viel neuen Strom, dass man unbedingt muss AKW bauen. Aber was eben für den Wasserstoff oder auch für synthetische Treibstoff enorm spricht, ist erstens eben der Verbrennungsmotor, wo man gleich jetzt meine, seit 150 Jahren entwickelt hat und wo heute auf einem Niveau ist, das können sich die guten, lieben Grünen aus der Steinzeitpartei gar nicht vorstellen, auf was für einem höheren Niveau heute der Verbrennungsmotor ist. Das ist ein Wunderwerk von der Ingenieurskunst und es wäre eigentlich schade, wenn man diese enorme technologische Leistung und Entwicklung jetzt einfach plötzlich mit einem politischen Federstrich beenden. Das wäre sehr falsch. Und wenn man eben Wasserstoff oder synthetischen Treibstoff weiterhin, nicht weiterhin, würde zulassen als Alternative auch zu den E-Autos, dann gäbe das erstens einmal eben die Technologieoffenheit, die wir wollen. Aus meiner Sicht dürfte auch Benzin und Diesel noch eine Rolle spielen. Mir spielt mir keine Rolle. Ich möchte einfach, dass die Technologie sich durchsetzt, die am Markt am besten verhebt. Aber wie gesagt, es ist ein ganz wichtiger Entscheid innerhalb von der EU. Die deutsche Autoindustrie, und das ist bemerkenswert, ist nach 10, 15 Jahren schlafen oder sich kujonieren lassen von der lieben Bundeskanzlerin Angela Merkel, endlich aufwacht. Und die Autoindustrie ist für das Land, für Deutschland, von einer überragenden Bedeutung. Das kann man nicht einmal vergleichen mit der Pharmaindustrie bei uns oder früher noch mit dem Finanzplatz, weil die Autoindustrie ist enorm arbeitsplatzintensiv, mit allen Zulieferbetrieben, übrigens auch viel aus der Schweiz. Das heisst, die Autoindustrie, die darf nicht untergehen. Das ist der Kern vom industriellen Deutschland. Und endlich haben sich die politisch gewehrt, auch noch mit anderen EU-Regierungen, und haben eigentlich die EU-Kommission desavouiert oder haben einen Kompromiss aufgezwungen, der ein bisschen peinlich ist für die Kommission. Das einfach, damit die Leute mal ein bisschen wissen, Brüssel ist nicht die Regierung von der EU, einfach die Leute, die beim Rahmenabkommen immer das Gefühl haben, es gäbe nur die EU-Kommission und sonst nichts. Nein, die müssen angehen. Und das ist in dem Sinne ein guter Entscheid. Ja, wir gehen zum nächsten Thema. Wenn man gut geschlafen hat auf Schlafwohlbett, dann geht man zum Morgen, dann braucht man ein Brötchen. Und dann sind wir doch wahnsinnig froh. Das Eidgenössische Institut für Meteorologie, METAS und Staatssekretariat für Wirtschaft haben im Jahr 2022 Kontrollkampagnen durchgeführt. Nämlich, wie schwer wirklich die Brötchen sind, die man in Bäckereien verkauft. Da sind eben die sogenannten Bundeseichmeisterinnen und Eichmeister unterwegs gewesen und die haben 9000 Brot bei 439 Bäckereien und Tankstellen kontrolliert. 86 davon, von diesen 761 geprüften Lose, kommen nicht recht raus, 9000 Brot gibt nur 761 Los, ist doch gleich. Aber
86 sind zu leicht gewesen, eben die Nichtkonformität von 11,3% gibt das. Im Einzelnen beträgt die Abweichung 14,4% bei den handwerklichen Bäckereien, 10,4% bei den industriellen Bäckereien und 5,7% bei den Tankstellen. Und SECO hat die Preisbekanntgabeverordnung überprüft in 1214 Kontrollen in 757 Geschäften. Die allermeisten haben den Preis angeschrieben, aber nicht genau so, wie SECO das will. Darum haben sie 905 Informationsbroschüren ausgehändigt. So, die Welt ist wieder in Ordnung. Gut, ich hoffe, dass alle die betroffenen Kunden, die da die falschen Brote mit einem falschen Preis, mit einem falschen Gewicht gekauft haben, jetzt auch noch einen Schadenersatz können verlangen können. Vielleicht bei der Firma. Wieso soll nicht die Firma sich auch noch um das kümmern? Nein, jetzt hören Sie mal zu. Da ist doch, jetzt sehen Sie doch einfach, in welche absolut fatale Richtung unser Land sich bewegt. Es kann doch nicht sein, dass wir, ich will nicht wissen, wie viele Beamte jetzt haben unsere Bäck gut flogen, die eigentlich arbeiten wollen und nicht mit irgendwelchen Beamten sich beschäftigen. Wie viele Beamte haben jetzt die 439 Bäckereien müssen aufsuchen, kontrollieren, plagen und fertig machen, um herauszufinden, dass ein verdammtes Brot, irgendein Grämmli zu tief bewertet ist oder nicht? Es ist einfach birrenreich, es gibt es ja gar nicht. Und dann noch gerade zwei Bundesämter. Wieso nicht fünf Bundesämter? Ich würde auch vorschlagen, dass das VBS soll sich um das kümmern. Bitte kommen mit Panzer das nächste Mal zu diesen Bäckereien, schiessen die zuerst einfach runter und dann schauen wir mal, ob die Brot passen. Nein. Wir sind in der Sowjetunion, meine lieben Leute, hört auf, wählt die richtigen Parteien, das muss unbedingt aufhören. Wir werden eigentlich ersticken unter den Regulierern und Regulatoren und Regulatierungsfreunden. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, wo in die gleiche Richtung geht. Es geht wieder mal um den Mohrenkopf. Wir haben schon letzte Woche über das unglaublich wichtige Thema von der Stadt Zürich geredet, weil die Stadt Zürich hat ja sonst kein Problem. CS, das ist etwa so wie eine kleine Bäckerei, die untergeht. Das interessiert den rot-grünen Stadtrat nicht so wahnsinnig. Was der rot-grüne Stadtrat viel mehr kümmert, ist der verdammte Mohrenkopf im Niederdorf, wo überall an Häusern eben beschrieben wird, dass das ein Haus ist zum Mohrenkopf. Was ist der neueste Stand, Dominik? Ja, wir haben ja bei Bern einfach darüber berichtet, dass das Gericht entschieden hat, dass man das nicht darf abdecken, weil es eben denkmalgeschützerisch ist. Und jetzt haben ETH-Forscher, ich finde das auch peinlich für die ETH, das ist eigentlich eine eidgenössisch-technische Hochschule, eine von den brillantesten Schulen von der ganzen Welt, wo wir stolz sind drauf, die tun sich mit so Seich befassen, statt dass sie die nächste Generation Atomkraftwerke finden. Aber eben, die ETH-Forscher haben herausgefunden, dass eben die Moor-Inschriften, wo bei 20 Minuten nur M in Schriften heissen, also im Titel, nachher im Lied, lustigerweise steht der Moor. Aber dass die aber erst... Mikro, wahrscheinlich ist es Mikro. Ja, genau. Mikro-Inschriften, ja. Ja, genau. Da. Gut, die sind erst im 20. Jahrhundert angebracht worden und der Artikel tut dann sozusagen insinuieren, aber dass es geht wirklich um Litigation PR, oder? Es geht eigentlich darum, am Gericht zu sagen, schau, ihr seid völlig dumme Sachen, das ist alles nicht historisch, sofort abbrechen, kann schrotten, irgendwie auch Panzer, deine Panzer wieder, VBS aufmarschieren, Neumark 13, padam, fertig. Genau. Also gut, dank ETH wissen wir jetzt, dass eben etwas, das nur 100 Jahre alt ist, ist für die ETH gar nicht historisch. Also alle Zeitgeschichtler können sich jetzt auch noch in die Luft sperren, weil die Zeitgeschichte gibt es auch nicht mehr. Nein, was man jetzt einfach muss betonen, die rot-grüne Regierung, die kann es also nicht sein lassen, die kann nicht akzeptieren, dass sie jetzt da mal sich nicht durchgesetzt hat. Jetzt machen sie die erste Studie, weiss nicht, wie viel das gekostet hat. Die ETH arbeitet leider auch nicht gratis. Und es geht dann weiter. Man will ja das noch weiterziehen zu der nächsten Instanz. Es ist eine absolute Seldwyla-Veranstaltung in dieser angeblich grossen, weltläufigen Stadt Zürich. Gut, wir können das nicht ändern. Die M-Inschriften, die bleiben das wichtigste Thema für den rot-grünen Stadtrat. Alle anderen Themen sind weniger wichtig. Ausser natürlich Bern einfach. Das war Bern einfach auf nebelspalter.ch mit Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Natürlich auch auf dem Podcast, den ihr jetzt gerade uns gefunden habt. Könnt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und wünschen einen schönen Abend.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.